Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video werde ich euch ein mega, mega interessantes Produkt vorstellen. Seid gespannt! Ja, und bevor wir starten, vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und zwar habe ich ein Riesenpaket bekommen von Boomba. Ja, und mir ist es auf jeden Fall immer super wichtig, Sachen zu testen, wo ich auch weiß, dass das da draußen irgendwelche Leute gebrauchen können und das nicht zum tausendsten Mal irgendwo irgendwie gesehen haben. Und zwar handelt es sich bei Boomba um Produkte, die einem das Tragen von Klamotten erleichtern sollen, die an der einen oder anderen Stelle vielleicht was tiefer ausgeschnitten sind oder verrutschen. Wie zum Beispiel ein Klebe-BH. Ich hatte mal diesen Klebe-BH, der super gehypt wurde von Amazon, diesen zum Zusammenziehen. Ich fand den super, super blöd. Außerdem, wenn man einen tiefen Ausschnitt hatte, hat man den trotzdem noch halt gesehen. Wisst ihr, was ich meine? Den fand ich immer super blöd. Hat auch bei mir nicht gehalten. Und ja, so einen richtigen Push-Up-Effekt hatte der auch nicht. Und da sehen diese Dinger viel, viel versprechender aus. Und ich bin super gespannt, die gleich mal mit euch zu testen. Ich habe 3 verschiedene bekommen. Außerdem habe ich noch einen Rabattcode bekommen, mit dem ihr 10% auf euren Einkauf bei Boomba spart. Der Online-Shop sowie der Code sind nochmal für euch unten in der Videobeschreibung. Außerdem habe ich noch Nippel-Cover bekommen. Die kamen auch, die Sachen sind alle super süß verpackt. Die kamen in so einer kleinen Schachtel. Und ihr wisst, ich liebe Nippel-Cover, einfach ab dem Zeitpunkt, seitdem ich Nippel-Piercings habe. Sowas könnte ich mir gut vorstellen, wenn ich was trage, einfach was sich an den Piercings nicht so gut anfühlt. Ich trage jetzt auch Piercings, die haben so kleine Zacken. Und je nachdem, was ich für einen Stoff darüber trage, verhängen die sich manchmal. Also bleiben so hängen und dann zieht das, ist halt voll unangenehm. Und daher finde ich das auch richtig gut. Die haben so ein süßes Muster und hier in der Mitte, wo der Nippel sitzt und dann auch mein Piercing, ist so ganz weicher Stoff. Die sind auf jeden Fall, die kann ich sehr, sehr gut gebrauchen. Und dann habe ich hier noch Nippel-Cover in so einem Nude, in aber so einem Satin. Seht ihr das? Voll schön. Was ist das? Fashion Tape. Fashion Tape, da habe ich auch schon sehr, sehr viel von gehört. Okay. Das ist einfach so ein Tape, sieht ein bisschen aus wie ein Pflaster, womit man zum Beispiel, wenn ihr so ein Kleid habt, was irgendwie verrutscht oder so, das könnt ihr dann so punktuell richtig kleben, damit auch nichts mehr verrutscht. Also sowas kann auch mal gut gebrauchen, wenn man gerade wie ich irgendwie so Sachen anzieht, die hier und da mal ein bisschen freizügiger sind und man jetzt nicht unbedingt direkt einen Klebe-BH tragen möchte, ist sowas auf jeden Fall auch eine leichte Alternative. Dann habe ich hier noch Silikon-Nippel-Cover. Solche hatte ich schon mal von Shine, glaube ich. Die hab ich mir, glaube ich, mitbestellt, als ich die Bikinis bestellt habe. Weil je nachdem, wie dünn der Stoff von den Bikinis zum Beispiel war, dachte ich mir so, muss jetzt nicht am Strand jeder wissen, dass ich Nippelpiercings trage. Das ist ja, finde ich, was sehr Privates. Manche finden es schön, wenn andere das sehen, aber ich habe das jetzt nicht nötig, weil ich habe das jetzt nicht für andere gemacht. Ja, die sehen so aus. Die kann man dann einfach, ich stehe mal auf, so auf den Nippel kleben. Man hat da halt noch so, also es ist halt ein bisschen dicker als so ein Nippelcover und das kann man halt auch gut irgendwo reinlegen, ne? Die werden kleben, gehe ich davon aus. Ich gucke mir die jetzt auch mal an. Die kann man dann wahrscheinlich einfach so hier reinlegen, zum Beispiel auch im BH. Ja, die umfassen die Brust auf jeden Fall schön, ist angenehm, fühlt sich auf der Haut super gut an und das ist dann wahrscheinlich einfach so eine Einlage für ein BH oder ein Bikini, der wahrscheinlich recht dünn ist. Jetzt kommen wir zu den Klebe-BHs. Da bin ich mega gespannt drauf. Ich habe 3 verschiedene bekommen und wir gucken uns die jetzt mal nacheinander an und dann testen wir die auch direkt an dem schwierigsten Kleid ever. So, ich mache den Karton einfach mal auf mit euch. Und ach, ich halte das mal so mit dem Kinn. Thank you. Eine süße Karte. Hier steht nochmal drauf, wie man das Ganze anziehen soll. Das machen wir ja gleich zusammen. Dann ist hier nochmal sowas mit dem Logo drauf. Einfach mega süß verpackt. Hier steht nochmal, seht ihr das hoffentlich? Ich hoffe, ihr könnt das jetzt sehen. Ja, das könnt ihr jetzt sehen. Da steht, this will be our little secret, weil da ist natürlich auch ein gut Push-Up bei.
Ja, mal gucken, welche das jetzt sind. Ich mache das mal auf. So liegen die dann in der Schachtel. Ich finde einfach die Verpackung mega gut. Und dann nehme ich jetzt mal so eins raus. Die Form, die sind halt so beidseitig eingepackt, weil die wahrscheinlich kleben werden. Die sind recht dünn tatsächlich. Aber der Push-Up-Effekt, der kommt ja auch dadurch. Boah, die kleben unnormal, das merke ich schon. Boah, krass. Also die kleben heftig. Der Push-Up-Effekt kommt da wahrscheinlich dann dadurch, dass man die Brust damit so ein bisschen liftet. Die kleben tatsächlich so stark, dass ich gerade froh bin, die Nippelcover dabei zu haben. Weil die werde ich hier in die Innenseite tun. Nicht wegen meinen Nippeln, sondern wegen den Piercings. Weil das ist echt, das ist schon, die kleben krass, aber das ist natürlich bei so Sachen auch super wichtig. Ich würde sagen, wir gucken uns mal die anderen Modelle an. Ja, da hole ich auch mal eins raus. Das ist dann so ein halbes. Seht ihr das? Das ist so dicker hier auf jeden Fall. Ich glaube, das soll die Brust einfach unten drunter ein bisschen unterstützen. Und die so ein bisschen hochheben, anheben. Das sorgt wahrscheinlich auch für einen guten Push-Up-Effekt. Das testen wir gleich alles natürlich aus. Und dann für die, die es auf jeden Fall krass mögen, das sind richtig fette Teile. Also sie sehen aus wie die ersten, nur die sind halt übelst dick. Und ja, ich würde sagen, wir testen sie jetzt mal. Ich zeige euch jetzt einmal das Kleid und werde das jetzt erstmal so anziehen, damit ihr überhaupt die Probleme... damit ihr überhaupt wisst, wo die Problemstellen sind. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Ich habe meinen Freund mal wieder als Unterstützung mitgebracht. Wir probieren mal was aus, Schatz. Was denn? Warte. Das sind Klebe-BHs. Okay. Die beidseitig kleben, damit zum Beispiel bei so einem Kleid, was ich jetzt anhabe, ne, das ist ja, das, du liebst das ja auch, das ist mega schön, aber ich kann niemals mit ruhigem Gewissen da rausgehen. Weil irgendwann verrutscht da mal was, das ist überall einfach, wo es geht, tief ausgeschnitten. Und das ist ja nichts, womit du dann irgendwo entspannt hingehen kannst, verstehst du? Yes. Als Frau. Und diese Dinger, die kleben beidseitig. Das heißt, du kannst deine Brust damit fixieren, hast noch einen Push-Up-Effekt, weil du die damit hochpusht. Und warte mal, was pushen? Brust. Es gibt aber schon einen Push-Up-Effekt. Auf jeden Fall klebt das beidseitig und die Klamotten, die kleben dann auch dran fest. Und das heißt, alles bleibt an Ort und Stelle im besten Fall. Klingt doch erstmal plausibel, oder? Verstehst du das auch? Ja, aber mit Push-Up muss man nur erklären, wenn du sowas anziehen willst. Ja, wir testen das jetzt trotzdem mal, ins Push-Up. Und dann gucken wir mal, können wir uns ja später noch drüber unterhalten. Ich mache nur Spaß, Leute. Ich habe jetzt diese Nippelcover übrigens schon aufgeklebt. Und bei den weißen habe ich jetzt festgestellt, dass die tatsächlich auch beidseitig kleben. Das wusste ich jetzt nicht. Guck mal. Okay. Sieht ein bisschen eklig aus. Guck mal. Ah, ey! Boah, was ist das für ein Kleber? Ein krasser Kleber, ne? Ich schwöre. Das ist nur die Frage, wie ich das einsetze. Ich würde mal sagen. So. Jetzt machen wir es. Ich zensiere das jetzt, ne? Also, ihr dürft das jetzt natürlich nicht sehen. Nicht gucken, meine lieben Freunde. So, Leute, ich habe jetzt nur einen drin und ich glaube, man kann kaum erkennen, wo da irgendwie etwas größer Schatz. Ist. Schatz. Also das ist alles super, super fest. Ich habe keine Sorge mehr, dass da irgendwie was verrutscht. Ich tue jetzt trotzdem nochmal diese zweite Seite rein. Schatz, was hast du vor mit den Dingern? Ich glaube, ich muss nochmal unter das Messer, wenn ich das so sehe. Nee, aber mega gut. Das hält auf jeden Fall richtig, richtig gut. Es verrutscht nichts. Das ist einfach so stabil alles. Du bist eh aus Plastik. Ja, ich bin eh aus Plastik, aber ich habe jetzt echt was gefunden. Schatz. Fällt mir, wirklich. Wer soll das bezahlen? Was denn? Ich weiß, wovon du sprichst. Nein, ich habe doch jetzt die Dinger. Jetzt brauche ich das ja erstmal eigentlich stimmt. nicht. Aber das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Aber Schatz, mit den Dingern muss ich dich im... Tschüss. Müsste ich dich im Club immer krass verteidigen. So mit bösem Blick. Ist doch nicht schlimm. Hast du da drauf? Ey, ich probiere jetzt einmal nochmal die natürlicheren. Vielleicht gefallen die meinem Freund ein bisschen besser. Am besten gar keine. Ne? Du magst das auch nicht, Kleiner, ne? Magst du auch nicht, ne? Meine Katze don't like it. Mein Rio magst du auch nicht, oder? So, ihr Lieben, das sind die flachen und die gingen auf jeden Fall ein bisschen einfacher zu installieren. Auf jeden Fall waren die einfach einzufügen und das fühlt sich irgendwie für mich nochmal ein Stück sicherer an. Wahrscheinlich einfach... Weil durch dieses Dicke bei den anderen muss man auch noch gucken, dass das gut sitzt. Bei den Dicken muss man dann halt auch gucken, dass es einfach viel mehr, was man ein bisschen verstecken muss. Und hier ist es halt super natürlich. Das sitzt gut, klebt mega und man muss gar keine Sorge haben. Also das Kleid hält wunderbar.
Ich kann endlich mein Lieblingskleid ohne Probleme und ohne dass ich mir Gedanken machen muss, tragen. Was hast du dazu? Und zwar zu Hause. Ja, zu Hause. Ja, hier bin ich wieder und ich muss sagen, ich finde die Teile wirklich super. Also die bringen genau das, was ich gesucht habe und die werde ich sicher auch jetzt weiterhin verwenden. Ist von mir auf jeden Fall eine klare Empfehlung. Ich bin immer ehrlich zu euch. Sowas kann man immer gut gebrauchen. Wie gesagt, alles für euch ist unten verlinkt, mein Rabattcode auch. Und das war's auch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Und sag mal ciao und bis zum nächsten Mal.